lassen wir Grass Valley hinter uns und machen weiter in Greenwood, auch wenn dieser ziemlich braun aussieht. Täuscht aber von oben, hier ist es wirklich ziemlich grün. Dann fangen wir mal mit dem Kloppen an. Schöne neue Optik hier, finde ich. Hoppala. Wir haben es auch gleich mit neuen Gegnern zu tun. 11 Erfahrungspunkte, das gefällt mir schon mal richtig gut. Und ich finde, diese Schlammmonster sehen irgendwie ulkig aus. Was testen wir das auch mit dem Schlagen? Hoppala. Wir machen mit dem Schlag auf jeden Fall mittlerweile deutlich mehr Schadenspunkte als ein. Hyrer befreite ein Vogel. Ich denke, so langsam werde ich dann auf... die Schwerthaltetechnik verzichten. Geht so flotter. Schön, hat mich erwischt. Die Krokodile muss man übrigens killen, bevor sie wieder am Wasser landen. Sonst tauchen sie wieder mit voller Lebensenergie auf. Da oben sehen wir auch schon wieder was Neues. Ein paar Gebüsche. Erstmal hier gerade nach oben. Level up. Lyra befreite ein Hund. Ah. 20 Erfahrungspunkte für die beiden Viecher möchte ich gerne noch mitnehmen. Und die Gebüsche mag ich überhaupt nicht. Sobald man irgendwie annähernd in einer der vier Himmelsrichtungen von ihnen steht, also in gerader Linie, dann fahren sie ihre Armäste aus. Und solange der erst draußen ist, kann man sie nicht verletzen. Lostzeit heißt das Gebiet hier übrigens und wir haben noch 5 Monsterhöhlen hier übrig. Jetzt befinden wir uns im Wassertempel, 3 Höhlen. Komm raus da. Positionierung ist in dem Spiel einfach alles. Na toll, meine neue Lieblingsgegner auf so einer super kleinen Plattform, da stehe ich ja drauf. Wow, der hat mich mal nicht getroffen. Lief ein bisschen besser als gedacht. Lyra befreite ein Eichhörnchen. Eine leise Stimme kommt aus dem Loch. Oh, habe ich einen Hunger. Wenn mir nur jemand etwas zu essen bringen würde, dann würde ich ihm dieses mächtige Schwert geben. Blöderweise frisst das Eichhörnchen kein Ziegenfutter, also müssen wir was anderes finden. Habt ihr gesehen, hatte wieder volle Lebenspunkte. Rechts geht's nicht weiter, also links rüber. Ja, das nehmen wir auch nochmal mit. Diesmal auch ohne getroffen zu werden. Und dann abwärts. 6 Monsterhöhlen. Dark King Flot. Nur das Treffen der Plattform nicht.
Da oben sehen wir eine Schatztruhe, allerdings können wir nicht durch den Wasserfall durchlaufen. Leider. Wie lang ist denn dein Arm, sag mal? Ufer aus. Lyra befreite ein Vogel. Ach ja, nehmen wir die gerne nochmal mit. Weiß ich, Erfahrungspunkte haben oder brauchen. Ah, ich wusste, hier war irgendwo eins, hat mich trotzdem erwischt. Sicht. Na, ja, da kommen zwei. Toll. Das mache ich so. Er schützt dich ständig, wer einen Ast draußen hat. Das ist blöd. Und jetzt kommen wir auch an die Schatztruhe ran. Lyra fand 150 Juwelen. Dann also hier weiter. Okay. Da gehe ich gleich ran. Ein Maulwurf. Eine Stimme ruft Lyra aus dem Loch. Ich bin das Wesen, das der Dunkelheit Licht bringt. Ich werde dir nach deiner Rückkehr helfen. An Truhen muss man unpraktischerweise immer von unten ran. Heilkräuter können wir nicht mehr lagern, haben wir noch. Und hier unten ist es dunkel, dann latschen wir wieder zurück. Ich bewache diese Welt, nimm bitte dies. Lyra erhielt Erfahrungspunkte. Wir haben 16,30. Jetzt 18,10. Möchtest du noch Greenwood zurück? Jo, das wollen wir. Nun gut, viel Glück. Dann unterhalten wir uns mal mit dem Zoo hier. Rede mit dem Baumstumpf und höre ihm gut zu. Hier ist Greenwood. Dieses Land wurde von einem Hund namens Turbo errichtet. Er hat diese Stadt erschaffen, um den Tieren einen Platz in Sicherheit zu geben. Wenn du einen bestimmten Maulwurf findest, kannst du im Dunkeln sehen. Sprich am besten mit allen Maulwürfen. Komm bitte mit mir. Okay. Okay, los geht's. Die Insel dort drüben ist ein Friedhof. Mein Zwillingsbruder hält dort Wache. Den müssen wir erst noch befreien. Wir sagen den Bäumen, was dagegen passiert, und dafür geben sie uns Futter. Ich würde es als eine Art Nutznießerfreundschaft nennen. Die Vögel erzählen viele Geschichten. Ich bin ihnen dankbar, weil ich mich ja nicht bewegen kann. Die Vögel erzählen mir, dass Lost Zeit drei Tempel hat. Einer heißt Wasser, einer Feuer und der dritte Licht. Dies hier war einmal das grüne Theater. Eine Gruppe namens Woodstin Trio war mal sehr beliebt hier. Danke, dass du mit mir spazieren gegangen bist. Oh, noch eine Sache. Wir Tiere reden nicht nur mit unseren Stimmen, sondern auch mit unseren Körpern. Wenn ich mich so bewege und mit dem Schwanz wedele, heißt das Danke. Hast du das schon gewusst? Relativ egal.
Auch wenn ich nicht so aussehe, so komme ich, genau wie du, auch vom Himmel. Ich erleuchte die Dunkelheit. Du erfreust jeden. Danke? Lass uns zusammen an der Wiederbelebung der Welt arbeiten. Das Wesen, das die Dunkelheit erhält, folgt dir von nun an, Lyra. Übrigens, warum gehen wir nicht mal in das zweite Untergeschoss des Wassertempels? Du wirst nun in der Lage sein, Monster zu sehen, die du ohne mich nicht gesehen hättest. Praktisch. Dann schauen wir noch mal kurz beim Eichhörnchen vorbei und dann meine ich, haben wir alle. Willkommen im Tauschgeschäft des Eichhörnchens. Ich habe Hunger. Wenn du mir etwas zu essen bringst, werde ich es dir gegen etwas tauschen. Dann wieder zurück. Und jetzt haben wir hier eine Lichtquelle. Ich finde sie fast sogar ein bisschen nervig. Ja, gehen wir ruhig erstmal oben lang. Und stellen uns vielleicht mal richtig hin. Na, da kommt keins mehr. Level up, Level 6. Oh, großartig. Danke. Ja, wie viel kommen wir auf einmal raus? Hey! Lyra befreite ein Krokodil. Ich biege doch erst hier wieder mal nach unten ab. Ich glaube, hier ist nämlich der Sackgasse. Oben geht's weiter. Jawohl. Dann kann ich mir nachher den Weg zurücksparen. Jo, die dicke Bubble nehmen wir mit. Lyra erhielt leckere Samen. Die können wir beim Eichhörnchen gegen das bessere Schwert eintauschen. Mache ich bei nächster Gelegenheit. Noch kommen wir auch so ganz gut zurecht. Lyra findet eine seltsame Flasche. Können wir nicht lagern, davon haben wir auch schon eine. Verhält sich mit den Dingern ähnlich wie mit den Heilkräutern. Motive Statuen. Mehr davon. Okay. Hier ist gut. Juwelen. Da haben wir jetzt ein Statuenmonster. Ich warte mal kurz die Speere ab. Den Ton finde ich so geil. Eggraiser ist ja auch von Quintett. Und den Ton hatte man jedes Mal, wenn ein Monster aus einer Monsterhöhle aufgetaucht ist. Finde ich genial. Lyra befreite ein Reh. Da haben wir das Theater. Ja, okay. Also erst da lang. Leider für den Krokofanten nicht gereicht. Komm wieder raus, danke. Damit haben wir die Verbindung wieder zum Anfang zurück.
Nochmal 50 Juwelen. Und dann geht's in Lostzeit weiter. Jetzt aber, oder? Ja. Ein Hund. Langsam wiederholen sich die Tiere. Und langsam kommen wir die Gebüsche noch besser klar. Ich kann etwas am Geruch erkennen. Na gut, lass mich an die Arbeit gehen. Von da rieche ich frische Luft. Von da rieche ich einen Maulwurf? Was ist das für ein Geruch? Ich rieche etwas Seltsames aus der Richtung oben. Es ist hier irgendwo. Ich rieche etwas wirklich Sonderbares. Hier ist eine Toilette. Oh, dies ist unser Badezimmer. Danke, dass du mit mir gelaufen bist. Ich werde dir ein Geheimnis erzählen. Wie gesagt, der Hunger ist echt nicht besonders doll. Ich kann eine Rüstung nördlich von hier riechen. Die meint er, da kommen wir jetzt aber noch nicht an. Hallo, ich bin ein Mitglied des berühmten Woodston Trios. Normalerweise haben wir hier immer eine Show laufen, aber ich kann meine Partner nicht finden. Nö. Ich glaube, ich muss nochmal einen neuen Super Nintendo Controller zulegen, der ist ein bisschen sehr empfindlich im Kreuz. Ah, ich rieche köstliche Samenkörner. Du hast welche, nicht wahr? Ja, Entschuldigung. Ja, ist gut. Nimm hin. Ich biete dir dieses Schwert im Austausch gegen die Samenkörner. Lyra erhielt das Psycho-Schwert. Hat aber auch nur Stärke 2, Lähmung für starke Monster. So, nicht vergessen, Heilkräuter wieder rein. Dann geht's wieder zurück.